So ein Raub, der muss schnell gehen. Wir gehen rein. Du zerschlägst die ganzen Scheiben, packst das ganze Gold ein. Ich werde ihm ein Ding mitgeben, dass er erstmal flach ist. Er sagt, Bruder, ich habe voll Angst und so, Mann. Ich gehe mit Schweißausbrüchen einschlafen, Schweißausbrüche, stehe ich auf. Ich habe voll Angst, Mann, dass die Polizei uns irgendwie beobachtet oder so, ne? Ich erzähle auf diesem Kanal Geschichten von Zuschauern. Es sind nicht meine Geschichten. So, und jetzt herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Ich bedanke mich noch einmal für euren tollen Support und für diese ganzen Abonnenten, die jetzt dazugekommen sind innerhalb ganz kürzester Zeit. Ich bin mega gespannt, wo diese Reise auch hinführen wird. Wichtig ist auch, dass ihr diese Geschichten wirklich von Anfang bis Ende euch anschaut, um die Message auch dahinter zu verstehen. Und ja, es gibt eigentlich großartig jetzt nicht noch viel zu sagen. Abonniert diesen Kanal, aktiviert die Glocke und folgt mir auch auf Instagram. Da findet ihr auch immer wieder mal kleine Reels und auch Stories, die nicht auf YouTube sind. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Mein Name ist Sami, ich bin 24 Jahre alt und lebe mit meiner Familie, mit meinem Vater, mit meiner Mutter und 4 weiteren Geschwistern zusammen. Ich habe eigentlich ein stinknormales Leben. Ich habe keine Probleme, gar nichts. Mein bester Kumpel Jamal, mit dem bin ich viel unterwegs. Und wir waren immer so ständig auf der Suche nach Ideen, irgendwas Großes zu machen, irgendwie richtig fett Geld zu machen, schnell Geld zu machen, nicht irgendwie jahrelang arbeiten und monatlich was sparen und so. Das waren nicht wir. Wir waren ständig auf der Suche nach irgendwas, was können wir machen. Das Problem ist, wir hatten auch nichts zu investieren, wir hatten kein Geld. So verging dann auch eigentlich viele Jahre in meinem Leben, also von meinem 14. Lebensjahr bis zu meinem 19. Lebensjahr ungefähr. Also es hat, wie gesagt, hat schon früh angefangen. Also ich war schon 14 und wusste, ich muss irgendwie richtig fett Geld machen und so. Und ich war immer so auf der Suche nach Macht, Unabhängigkeit. Ich brauche viel Geld, geiles Auto. Ich komme bei den Leuten so besser an. Mir war auch wichtig, was immer so die Leute so sehen, wenn sie mich anschauen. Und das war eigentlich im Großen und Ganzen echt ein Riesenfehler, weil man sollte, glaube ich, erstmal an sich denken, bevor man an andere Leute denkt und was andere Leute von einem denken. Jetzt kommen wir mal zu der Geschichte. Jamal und ich, wir sitzen im Auto. Es ist ein Sommertag, wir fahren in der Stadt ein bisschen rum. Ich habe Sonnenbrille auf, er hat Sonnenbrille auf, mein Arm hängt draußen, ich habe meine Zigarette in der Hand, eine kalte Cola, er fährt, er hat Musik an, wir hören gerade unseren Bruder Khatar. Das hat irgendwie alles so gepasst, ne? Das war so, wir hören Khatar und sind auf dem Weg zu einem Juwelier, ne? Weil Jamal möchte für seine Mutter einen Ring kaufen. Ich mache die Tür von dem Juwelier auf, ich gehe rein, Jamal kommt rein, hallo, hallo, was weiß ich. Und sofort ist mir aufgefallen, die Tür ging einfach auf. Eigentlich ist es doch so, dass jemand so einen Knopf drückt und dass man dann reingeht, ne? Ich habe mir erstmal nichts dabei gedacht. Okay, ihr wisst schon, was abgeht, ne? Aber ich erzähle trotzdem. Jamal und ich stehen da, Jamal guckt voll aufgeregt, er will seine Mutter glücklich machen und so, das hat mich voll stolz gemacht und so. Er hat ein bisschen gespart gehabt und wollte unbedingt für seine Mutter einen Ring kaufen. Auf jeden Fall, wir haben einen Ring gefunden, wir steigen wieder ein, wir fahren und wie gesagt, es ist Sommer, geiles Wetter, wir waren gerade beim Friseur, Seiten auf Sofer. Und dann sage ich zu ihm, Jamal, Bruder, ist dir aufgefallen, dass diese Tür einfach so aufging? Er sagt, Bruder, ehrlich gesagt, ich habe nicht drauf geachtet. Er sagt, ich sage zu ihm, doch, die Tür ging einfach auf. Was willst du mir damit sagen? Ich habe gesagt, Bruder, wollen wir den ausrauben? Die Tür ging einfach auf. Er sagte, ja, Bruder, aber hör zu, wenn wir reingehen, du raubst ihn aus. Während du irgendwas einschlägst, drückt er irgendeinen Knopf, erstmal Alarm, Polizei kommt, die Tür ist verriegelt, du kannst nicht raus. Vergiss es, hör auf mit der Scheiße. Ich weiß, das Geld würde schmecken, da liegt Gold im Wert von was weiß ich wie viel, 1000 Euro, ne? Ich sag, ja, okay, Lo, du hast recht, scheiß Idee. Ich fahre nach Hause, irgendwann abends, ne, wir waren noch was essen, richtig chillig. Ich war mit den Gedanken gar nicht bei mir. Er sagt auch die ganze Zeit zu mir, was ist los und so, worüber denkst du nach? Ich habe gesagt, Bruder, gar nichts und so. Ne? Ich habe gerade ein bisschen Kopfkino. Er sagt, wegen dieser Juweliergeschichte? Ich so, nein, nein, nicht deswegen. Wegen Arbeit und so. Mein Vater macht mir Druck. Er sagt, geh arbeiten. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Er sagt, ja, dann geh doch arbeiten. Ich habe gesagt, ja, Bruder, wo? Ich kann nichts. Ich kann nichts. Ich schwöre, ich bin nicht handwerklich begabt. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Keine Ahnung. Und ich bin auch irgendwie ein bisschen faul geworden in letzter Zeit, weil ich die letzten Monate nicht gearbeitet habe. Man wird so träge, man hat keinen Bock, man verliert die Motivation. Auf jeden Fall sind wir dann irgendwann nach Hause gefahren. Ich liege im Bett und ich denke die ganze Zeit immer noch darüber nach, diesen Juwelier auszurauben. Es geht mir einfach nicht aus dem Kopf. Und ich überlege, wie könnte man das machen? Ich überlege die ganze Zeit, wenn es gut läuft, hast du das Gold, aber wo bringst du es hin? Wen verkaufst du so viel Gold?
Wem? Du kannst ja nicht zu einem anderen Juwelier gehen und sagen, hier habe ich Gold im Wert von 150.000 Euro. Der denkt sich doch auch, Alter, will er mich verarschen? Wem kann ich es geben? Ich habe keine Kontakte, nichts. Ich habe aber trotzdem im Hinterkopf, ich muss das Ding irgendwie machen. Was ist, wenn ich das Gold habe? Wem verkaufe ich es? Was ist, wenn ich aus diesem Juweliergeschäft nicht mehr rauskomme und die Tür ist wirklich abgeschlossen und ich stecke da fest? Was mache ich dann? Schon allein der Versuch wird mich wahrscheinlich ein paar Jahre kosten. Was wird mein Vater von mir denken? Ich hatte viel mehr Angst vor meinem Vater, anstatt von der Gefängnisstrafe. Ja, und wie gesagt, ich überlege die ganze Zeit hin und her. Dann habe ich ein paar Onkels gefragt, ob die Juweliere kennen, die auch unter der Hand was machen. Die haben auch schon zu mir gesagt, warum fragst du und sowas? Ich habe gesagt, ja, ein Kollege von mir hat ein bisschen mehr Gold und die werden dann wahrscheinlich fragen, woher hast du das und hin und her. Er sagt, mein Sohn, du hast keine Probleme, mach dir auch keine Probleme. Lass es doch einfach. Was mischst du dich da ein? Warum zerbrichst du dir den Kopf wegen einem Freund? Tamam, er ist dein Freund, aber er soll sein Problem selber lösen. Ich habe gesagt, ja, aber er ist mein guter Freund und so. Er hat gesagt, Tamam, scheiß drauf. Er wird schon einen Weg finden, dafür braucht er dich nicht. Und dann verging so ein paar Nächte, ich überlege und überlege und überlege. Und dann denke ich mir irgendwann, weißt du was? Was fickst du so deinen Kopf? Raub ihn doch erstmal aus und guck danach, was du mit dem Gold machst. Du tust ja so, als hättest du es schon. Okay, jetzt kommen wir dazu, wenn ich da bin. Meinst du, diese Scheiben sind einbruchsicher oder nicht? Und auch wenn sie kaputt gehen und du das Gold nimmst, was machst du mit dem Typen? Was ist, wenn er dich angreift? Was ist, wenn er diesen Knopf drückt? Was machst du dann? Ich habe solche Kopfhicker, ne? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich steige ins Auto ein, ich fahre zu einem Kollegen. Er sagt, was los, Digga? Ich habe gesagt, Bruder, mach mal eine Shisha an. Er macht Shisha an, wir rauchen, wir reden. Natürlich erzähle ich ihm nichts davon. Ich erzähle niemandem was davon. Ich bin komplett auf mich alleine gestellt. Ich kann niemandem trauen, weil es ist auch viel Geld. Ja, er sagt, was geht hin und her, dies, das. Ich habe gesagt, Bro, gar nichts. Dann sage ich zu ihm, Bro, würdest du für 150.000, 200.000 Euro in den Knast gehen? Für 3, 4 Jahre? Er sagt, Bruder, direkt. Scheiß auf diese 3, 4 Jahre. Du kommst raus, du hast 200.000. Und das hat mich noch mehr ermutigt, ne? Ich weiß auch, dass ihr gerade denkt, 200.000 Euro, 3 Jahre, 4 Jahre Knast, bist du des Wahnsinns und so. Wenn das Geld kann ja auch genauso schnell wieder weg sein, ne? Ich rauche meine Shisha, überlege. Und dann habe ich mir gedacht, weißt du was? So ein Raub, der muss schnell gehen. Ich habe mir auch so Raubüberfälle angeschaut auf YouTube. Ich habe sogar gegoogelt, wie viel man kriegt für einen versuchten Raubüberfall und was man bekommt für einen geplanten Raubüberfall oder einen durchgezogenen Raubüberfall. Da habe ich mir gedacht, weißt du was, ich mache es einfach. Ich gehe zum Baumarkt, ich hole mir so einen fetten Hammer und dann habe ich mir noch, bei uns in der Nähe gab es so eine, kennt ihr diese Go-Karts mit Benzin? Da kriegt man doch auch solche Masken. Ich bin da einen auf den hingefahren, um ein paar Runden zu drehen, ich habe die Maske mitgehen lassen. Auf jeden Fall kam dann der Tag, wo ich das durchziehen will. Ich gehe erstmal rein, ganz normal. Ich gehe rein, ich mache Tür auf, die Tür ist schon wieder auf. Er guckt mich an, herzlich willkommen. Ich habe gesagt, auch Dankeschön. Was kann ich für Sie tun? Ich habe gesagt, ich war letztens mit einem Kollegen hier, der hat einen Ring für seine Mutter gekauft und ich habe das Strahlen in den Augen seiner Mutter gesehen und ich möchte meiner Mutter genau dieselbe Freude machen. Er sagt, wow, Ehrenmann, stabil von dir und so. Ne? War auch, der Typ war nicht alt, 35, 36 oder so. Ich gucke ein auf den hin und her, check so ein bisschen die Lage, ob draußen viel los ist. Ich finde einen Ring, wie viel hat der kostet? 120, 30 Euro. Ich habe gesagt, den nehme ich. Er sagt, den? Ich so, ja, er packt mir den richtig schön in so eine Schatulle rein, in so eine kleine Tüte, voll süß, legt mir das da hin und sagt, mach deine Mutter glücklich, mach sie stolz. Du bist ein guter Junge. Ich bin ja jung, ne? Ich bin 18, 19 Jahre alt. Dieser Typ hat so meinen Kopf gefickt, ne? Ich denke so, guck mal, wie lieb er ist. Guck mal, was er über meine Mutter redet. Guck mal, ich gehe raus, ich habe die ganze Sache abgeblasen und denke mir, seit Tagen mache ich mir Kopf und dieser Typ hat mich einfach mit so einem Spruch geballert einfach. Also er hat mich einfach geballert. Weil das Ding ist, ich bin auch nach Hause gegangen, ich habe den Ring wirklich meiner Mutter gegeben und sie hat sich so gefreut. Dann kamen diese gemischten Gefühle. Ach, lass es einfach und so. Mach's nicht, es bringt nichts. Nachher geht das schief, du kommst Knast hin und her, was weiß ich. Ein paar Tage später rufe ich einen Kollegen an, ich sage zu ihm, was geht, hin und her. Wir treffen uns. Ich erzähle ihm so die Story mit meinen Kollegen, mit mir, mit dem Ring. Er sagt, ich will auch. Ich sag, du willst auch? Er sagt, ja. Ich so, ja komm, wir gehen da hin. Wir waren beide schon da, vielleicht macht er dir einen guten Preis. Wir gehen hin. Der Typ war nicht da, so ein älterer Mann war da. Er guckt die ganze Zeit so voll grimmig und so. Er packt so das
Gold irgendwie in diese Regale und so. Irgendwie war diesmal mehr da als sonst. Ich sag zu ihm, wo ist dieser Junge, der letztes Mal hier war? Er sagt, weg, weg. So richtig eklig. Ich sag, wo weg? Er sagt, weg. Ich hab ihn gekündigt. Ich guck ihn so an, ich so, warum hast du ihn gekündigt und so, ne? Er sagt, ich brauche ihn nicht mehr. Ich so, brauchst du ihn nicht mehr? Ich so, der Typ war voll nett, der war richtig korrekt. Ehrlich jetzt. Er sagt, ich will darüber jetzt nicht mehr reden. So voll, so abwertend, ne? Und ich denk mir so innerlich, du Hurensohn, dich fick ich. Ich schwör's dir, dich raub ich aus. Warte ab. Wir kaufen Ring, wir gehen raus. Ich sag zu meinem Kollegen, willst du Geld machen? Er sagt, ja. Ich so, willst du schnell Geld machen? Ohne Diskussion, ohne gar nichts. Ich habe schon alles durchdacht. Von A bis Z ist alles durchdacht. Er sagt, was willst du machen? Ich habe gesagt, ich raub diesen kleinen Bastard aus. Er sagt, warum, wieso? Ich habe gesagt, ich raub ihn einfach aus. Guck mal, wie viel Gold er da hatte, Mann. Da war auch irgendwie diesmal mehr Gold als sonst. Er sagt, okay, wie läuft das ab? Ich habe gesagt, pass auf. So läuft's ab. Er sagt, ich bin dabei. Wir warten natürlich ein paar Tage. Ich habe zu ihm gesagt, guck mal. Wir warten, bis da niemand mehr drin ist. Wir gehen rein. Du zerschlägst die ganzen Scheiben, packst das ganze Gold ein. Ich werde ihm ein Ding mitgeben, dass er erstmal flach ist. Ich werde diesen Knopf suchen, falls er den Knopf sucht. Und dann gehen wir raus. Ganz einfach. Er sagt, so einfach. Ich habe gesagt, genau so einfach. Lass uns nicht unseren Kopf ficken. Lass uns das genau so machen. Er sagt, ja, aber Plan B, C, D, irgendwas. Ich habe gesagt, Bruder, bitte. Weg doch jetzt nicht meinen Kopf, Mann. Ich habe doch schon alles durchdacht. Was für Plan B, C, D? Er sagt, ja, Tamam, was, wenn dieser Plan nicht funktioniert? Was dann? Wir sind am Arsch. Ich habe zu ihm gesagt, ja, was geht dir durch den Kopf? Er sagt, ich weiß nicht. Vielleicht noch eine dritte Person? Irgendjemand Unauffälliges, der uns das Gold irgendwie in der Stadt oder so abnimmt, weil das war ziemlich stadtnah, ne? Und während ich darüber nachdenke, kriege ich wieder voll die Kopfschmerzen, weil eigentlich alles durchdacht war. Ich habe ihm gesagt, nein. Keine dritte Person. Wir steigen ein. Wir fahren dahin. Wir rauchen beide eine Kippe. Ich gucke ihn an. Ich sage, bist du ready? Er sagt, ich bin ready. Ich habe zu ihm gesagt, willst du noch eine rauchen? Er sagt, ehrlich gesagt, ja. Ich gebe ihm eine Zigarette. Ich mache mir eine Zigarette an. Er redet nicht. Ich rede nicht. Ich gucke aus dem Fenster und er guckt aus dem Fenster. Wir beide sind voll aufgeregt. Ich sage zu ihm, lass uns los. Lass uns das Ding jetzt durchziehen. Wir rennen rein. Ich sehe nur noch seinen Blick. Er macht so. Ich habe nur darauf gewartet, dass ich diesen Knopf sehe. Mein Kollege fängt an, die Scheiben einzuschlagen. Ich springe rüber, gib ihm ein Ding mit. Ich suche diesen Knopf. Ich drücke da wieder drauf, dass die Tür auch wieder aufgeschlossen ist. Ich packe ihn, ich gebe ihm ein paar Dinger, dass er da auf jeden Fall erstmal liegt. Der Arme wusste nicht mehr, wohin mit sich. Jamal packt alles ein und wir rennen los. Wir rennen zum Auto. Wir nehmen die Masken natürlich im Auto erst ab. Wir gucken erstmal, ob irgendwo irgendjemand ist. Und wir fahren ganz langsam los. Wir fahren langsam los. Wir sind so unauffällig wie möglich und kommen irgendwann bei ihm zu Hause an, also bei Jamal. Wir gehen ins Wohnzimmer, wir packen die Taschen aus, überall Gold. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir haben es jetzt endlich durchgezogen. Wir haben das Gold. Aber dieser Adrenalinkick, die ganze Zeit, dieses Herzrasen, geht einfach nicht raus. Wir sind bei ihnen im Zimmer, wir warten nur noch darauf, dass es klingelt oder dass jemand die Tür einbricht und sagt, Polizei und was weiß ich alles. Das ging einfach nicht weg. Es ging nicht weg. Ich rauche, es bringt nichts. Ich sag zu ihm, hol mir mal ein Glas Wasser, Digga, ich kipp gleich um. Ich weiß einfach nicht, wohin mit mir. Ein paar Tage vergingen, aber es kam nichts. Es kam wirklich nichts. Nichts. 0,0. Ich bin sogar an dem Laden vorbeigelaufen. Der war zwar geschlossen, aber nichts. Dann läuft da so ein Typ auch vorbei. Ich habe gesagt, ey, weißt du, was hier passiert ist und so? Das sieht ja richtig demoliert aus. Er sagt, ja, zwei Idioten haben den Laden hier ausgeraubt. Keiner weiß, wer das war, ne? Ich frage ihn so, ich so, wie? Keiner weiß, wer das war. Er sagt, ja, die Polizei sucht, aber noch nichts gefunden. Ich sage, ja, okay. Ja, hoffentlich finden die Jungs, ne? Er sagt, ja, das hoffe ich auch. Dann läuft er weiter, ich laufe weiter. Ich gehe in die Stadt. Ich laufe bei McDonald's vorbei, ich hole mir erstmal einen McSunday mit Karamell und laufe durch die Stadt und irgendwie hat dieser Typ mich voll beruhigt, ne? Der Typ hat mich richtig beruhigt, muss ich ehrlich sagen. So, und dann habe ich Jamal angerufen, ich habe gesagt, Jamal, lass mal treffen, wir treffen uns. Ich sage zu dem Bruder, jetzt, lass uns jetzt mal langsam versuchen, das Gold zu verkaufen. Ich glaube echt, wir haben es zu gut gemacht. Keiner weiß, was Sache ist und so. Es gibt keine Spuren, die zu uns führen. Er sagt, ja, okay. Dann, wir sitzen bei ihnen im Zimmer.
Er sagt, Bruder, ich habe diese eine Kette meiner Freundin geschenkt, ne, dass du Bescheid weißt. Ich sage zu ihm, Bruder, wie, du hast die Kette deiner Freundin geschenkt? Er sagt, ja, ich habe die Kette meiner Freundin geschenkt. Ich habe gesagt, welche Kette? Er sagt, diese große. Ich habe gesagt, Bruder, die hat 8.000, 9.000 Euro gekostet. Wie, du schenkst sie einfach deiner Freundin? Bist du dumm? Er sagt, ja, was weiß ich. Ich habe gesagt, ist nicht schlimm, weißt du was? Ich ziehe das von deinem Anteil ab. Er sagt, nein, nein, das ist nicht korrekt. Er sagt, weißt du, lass uns nicht streiten, bitte. Das ist sehr, sehr viel Geld hier alles. Nimm du doch auch im Wert von so und so viel was und schenk du es auch deiner Freundin und wir sind quitt. Weißt du, dann ist deine Freundin glücklich und meine Freundin ist auch glücklich. Das Problem haben wir gelöst. Ich wollte auf gar keinen Fall Streit mit ihnen, ne, weil das war wirklich sehr, sehr viel. Wir haben es einfach verkauft. Hier ein bisschen was, da ein bisschen was. Wir sind zu keinen Juweliere gegangen. Ein paar Leute, die ab und zu mal Gold für ihre Frau kaufen. Verwandtschaft gefragt, hey, ich habe einen Juwelier, der macht Hausbesuche. Wir haben das Gold verkauft, auf jeden Fall. Und dann verging so ein, zwei Wochen und Jamal wird so komisch. Ich sag, Jamal, stimmt irgendwas nicht mit dir? Er sagt, Bruder, ich habe voll Angst und so, Mann. Ich gehe mit Schweißausbrüchen einschlafen, Schweißausbrüche, stehe ich auf. Ich habe voll Angst, Mann, dass die Polizei uns irgendwie beobachtet oder so, ne? Ich habe auch schon gegoogelt und so hin und her. Ich so, ja, was hast du denn gegoogelt? Er sagt, ja, was man dafür kriegen würde und so. Ich habe gesagt, ja, das habe ich auch sogar gegoogelt damals, ne? Wir beide waren halt eigentlich so auch dafür bekannt, dass wir immer so broke waren. Auf einmal waren wir nicht broke. Wir hatten beide voll die Markenklamotten und so und haben voll damit rumgeprallt. Und da gab es irgendwelche Neider. Hin und her. Das eine führte zum anderen. Er hat sich ein Auto gekauft. Ich habe mir ein Auto gekauft. Und dann wurden wir geschnappt. Wir wurden einfach geschnappt. Wir wurden jetzt nicht so geschnappt, wie ihr denkt, von der Polizei. Ich komme einmal nach Hause, ich gehe ins Wohnzimmer, auf einmal sitzt mein Vater da mit dem Vater von Jamal und Jamal. Und ich gucke nur noch Jamal an und denke mir, du abgefuckter Wichser, was bist du für ein Dulli? Ich setze mich hin, ich sage, was ist hier los? Mein Vater sagt, hast du uns irgendwas zu sagen? Ich sage, ja, was denn? Er sagt, woher kommt dieses ganze Geld? Ich habe gesagt, bitte, Vater, wenn du es weißt, dann frag mich nicht so, ne? Was hat Jamal dir gesagt? Er sagt, Jamal hat mir gar nichts gesagt, ich will es von dir hören. Und ich denke mir so, fuck, Alter, hat Jamal jetzt geredet oder nicht? Wenn ich jetzt irgendwas anderes sage, sagt er, du lügst mich an und dann gibt's noch mehr Ärger. Und dann habe ich rausgehauen. Ich habe zu ihm gesagt, ich habe was mit Bitcoins gemacht, ich habe so gemacht, dies gemacht. Die Aktie ging hoch, da ging dies, dann war das, dann war hin und her, dies, das, tralala. Ich zeige ihnen auch noch irgendwelche Statistiken auf mein Handy. Ich mache voll die Filme mit meinem Vater, ne? Er sagt, wie viel hast du investiert? Ich sag zu ihm, 50 Euro, 100 Euro. Er sagt, und wie viel hast du bis jetzt? Ich habe gesagt, ich bin ehrlich zu dir, ich wollte es dir nicht sagen, aber ich habe 90.000. Das Ding ist, ich habe wirklich das Geld in Bitcoins umgewandelt. Ich zeige ihm das. Ich sage, ich habe 90.000 hier drauf, guck doch. Er guckt Jamal an, er sagt, Jamal, und du? Er sagt, ja, wir hatten Angst, es euch zu sagen und so, weil ihr denkt wahrscheinlich, das hat was mit Spielsucht und so zu tun. Und er auf einmal fängt er an zu stottern. Ich habe gesagt, Jamal, halt einfach deine Fresse, du hast keine Ahnung von diesem ganzen Mist. Du weißt nicht mal, wie man das erklärt. Ich mach das schon, sei einfach ruhig, rede nicht. Er sagt, ja, okay, Entschuldigung, lo. Auf jeden Fall, ich habe meinem Vater die heftigste Story erzählt. Er hat es mir einfach abgekauft. Es war eigentlich bis jetzt alles okay. Ich laufe in der Stadt ein bisschen durch die Gegend. Ich gucke dieser Juwelier ist immer noch zu. Ich sehe diesen Mann, diesen Juwelieren, ne, der, dem das gehört. Ich sage, Onkel, was ist hier passiert? Er sagt, Onkel, frag nicht. Ich wurde ausgeraubt. Keiner weiß, wer die sind. Meine Existenz ist am Arsch. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe gar nichts mehr. Ich kann meinen Laden schließen. Ich habe so viel Geld verloren. Ich habe jahrelang geschuftet. Ich habe mir das mit so viel Mühe aufgebaut. Ich bin am Ende meiner Kräfte, meine Psyche ist richtig am Arsch. Ich war auch für eine Woche in der Psychiatrie, ich habe mich da behandeln lassen. Siehst du nicht, wie ich abgenommen habe und so? Ich gucke ihn an und ich denke mir, auf der einen Seite, du abgefuckter Typ, hast so eklig geredet, wo ich bei dir war, wo du alles hattest. Und jetzt, wo du gar nichts hast, fällst du dich wie die letzte Pussy, habe ich mir gedacht. Aber irgendwie hat er mir auch voll leid getan, ne? Er hat mir richtig leid getan. Ich kenne mich wirklich mit Bitcoins aus, ne? Das, sonst hätte ich meinem Vater das gar nicht erzählen können. Ich habe zu ihm gesagt, weißt du was, ich kann dir vielleicht helfen, dich wieder aufzubauen. Er sagt, wie denn? Ich habe gesagt, gib mir 10k, ich kann dir das investieren, hier und da und dies und das und tralala. Wie viel hast du Verlust? Er sagt, über 200.000. Ich habe zu ihm gesagt, okay, das Ding ist, ich kann ihm das Geld ja nicht geben und ich kann ihm auch nicht das Gold wiedergeben. Ich schwöre es euch, ich habe 2,5, 3 Jahre lang damit verbracht, diese 200.000 Euro mit seiner Investition irgendwie zu machen.
Ich weiß, ihr denkt euch auch, warum hast du vorher nicht irgendwie das auch gemacht, wenn du dich so gut damit auskennst. Ich hatte kein Geld und ich hatte keine Motivation, ich hatte keinen Druck. Das Einzige, was ich nicht hatte, es war Geld, aber ansonsten hat es mir an nichts gefehlt. Auf jeden Fall, wir haben ihn, seinen Verlust, haben wir ihn wiedergeholt. Und er sagt auch noch zu mir, warum hast du das gemacht und hin und her. Ich weiß, ihr denkt jetzt, ich bin voll der abgefuckte Typ, ne? Aber ich hatte echt ein schlechtes Gewissen. Der Typ war in der Psychiatrie, ihm ging es nicht gut. Auf jeden Fall haben wir dann irgendwann seinen Verlust, haben wir tatsächlich wieder reingeholt. Das war unglaublich, wirklich unglaublich. Und dann kommt er und sagt, hier sind 20.000 für dich. Ich habe gesagt, danke, hab die natürlich genommen. Hat ein schlechtes Gewissen gehabt, weiß, dass es falsch war, hat den Typen wieder auf die Beine geholfen, war selber dann wieder richtig flüssig, der Typ war auch wieder flüssig, Jamal war flüssig, alle waren am Ende glücklich, am Ende des Tages. Aber als ich diese Story bekommen habe über Instagram, habe ich mir die ganze Zeit so ein paar Fragen gestellt. Das alles hätte auch ganz anders kommen können. Was ist, wenn dieser Typ gestorben wäre, als du ihn das so ein Ding verpasst hast mit dem Hammer? Was ist, wenn einer von euch draufgegangen wäre? Das hätte alles passieren können. Er sagt, ja, wir hatten Glück. Und mein schlechtes Gewissen hat mich einfach auseinandergenommen. Wir haben diesen Typen mit mehreren Sachen, nicht nur Bitcoins, mit hier und da und dies und das, echt sein Geld wieder rausgeholt, ne? Und wir hatten auch wieder Geld. Auch wenn diese beiden Jungs nicht geschnappt wurden, sie werden wahrscheinlich ihr ganzes Leben auch Angst haben vor Karma. Karma wird irgendwann kommen. Irgendwann wird ein Mensch aus deiner Familie dafür bluten müssen, für das, was du getan hast. Deswegen lasst auch die Finger davon und geht auf jeden Fall arbeiten. Also es geht hier speziell auch an die jungen Leute. Geht arbeiten. Ihr seid auf niemanden angewiesen. Ich schwöre es euch. Ich persönlich, ich habe Klassenkameraden, mit denen ich heute noch so ein bisschen Kontakt habe. Wenn du wirklich mit der Schule fertig bist, mach eine Ausbildung, geh danach arbeiten, pass auf, dass du keine Schulden verursachst, direkt mit 18 einen Handyvertrag machst und solche Dinge. Geh arbeiten, geh irgendwann zur Bank und sag, ich möchte ein Haus. Und wenn du Geld brauchst für ein neues Auto, dann nimm dir einen Kredit. Auf einem vernünftigen Weg. Glaubt es mir, das ist möglich. Ich sehe das mit meinen eigenen Augen. Ich schwöre es euch, da sind so viele. Ein Kollege von mir ist Lackierer, ey, der hat sich ein heftiges Haus gekauft, renoviert von oben bis unten. Auf einem normalen Weg mit einem normalen Gehalt. Und wie gesagt, diese Story hätte auch anders kommen können. Die haben das Leben von diesem Typen zerstört. Zerstört. Aber irgendwie haben die ihn natürlich wieder aufgebaut, wegen ihrem schlechten Gewissen. So, und jetzt abonniere auch den Kanal bitte. Aktiviere die Glocke. Folg mir auch gerne auf Instagram. Da siehst du auch ab und zu mal ein paar Stories. Und vielen Dank für euren Support. Ich denke mal, also heute ist Dienstag, haben aktuell 18.000 Abonnenten. Ich denke mal, wir können jetzt schon sagen, danke für 20.000. Ich hoffe, ich blamier mich jetzt hier nicht und wir haben wirklich 20.000 Sonntag. Ich küsse eure Herzen und tausend Dank für euren Support. Ehrlich, es macht mega Spaß mit euch und danke für die wundervollen Kommentare. Bis nächste Woche, meine Lieben.